Eines Tages wirst du dein Kind nicht mehr ins Bett bringen müssen. Es wird alleine einschlafen wollen. Eines Tages wird keiner mehr zu dir nachts weinend ins Bett kriechen, weil es einen Albtraum hatte. Und du wirst bis zum Morgen durchschlafen können und sich genügend erholen können. Der Tag wird kommen, wo dein Kind nicht mehr herumbrüllen wird, weil du vom Spielplatz nach Hause gehen willst. Eines Tages wird es nicht mehr mit dir zum Spielplatz gehen wollen. Es muss nicht mehr geschaukelt werden und es braucht nicht mehr deine Hand beim Klettern. Eines Tages wird es bevorzugen, mit seinen Freunden zum Spielplatz zu gehen. Und du kannst in Ruhe zu Hause deine Aufgaben erledigen. Der Tag wird kommen, an dem du dein Kind zum letzten Mal in den Arm nehmen wirst. Du wirst es nicht gleich merken, nur eines Tages wird dein Kind plötzlich aufhören, danach zu fragen. Und du wirst ihn nicht mehr heben können. Eines Tages wirst du nicht mehr deinem Kind abends vorlesen müssen. Es wird die Zeit kommen, wenn dein Kind nicht mehr nach Hause kommt, sondern bleibt lieber über Nacht bei seinen Freunden. Und du kannst den ganzen Abend wieder dir selbst widmen. Eines Tages wird es zu Hause richtig leise und still sein. Du wirst nicht mehr Kinderstimmen oder Kinderlachen hören. Keiner wird mehr laut weinen, weil niemand da sein wird. Keiner wird die Spielsachen überall verteilen und deine Wohnung wird stets blitzeblank sauber sein. Die Zeit vergeht unmerklich schnell. Nimm dir jetzt vor, die Kindheit und die Zeit mit deinen Kindern zu genießen. Diese Zeit vergeht und kommt nie wieder. Denn man hat nur eine Kindheit. Sicherlich hast du auf dieses Video geklickt, damit du Time-Management-Tipps lernst, um noch effektiver zu sein und noch mehr Sachen in deinen busy Alltag reinstopfen zu können. Wie ich diese Sache sehe, man hat im Leben bestimmte Lebensabschnitte, the seasons of life. Der erste Lebensabschnitt ist unsere Kindheit, da denken wir gar nicht an die Zeit. Danach kommt die Jugend, dann kommt der Lebensabschnitt, wo wir junge Erwachsene sind und uns für einen Beruf entscheiden, gehen studieren oder machen Ausbildung. Dann kommt Berufseinstieg. Danach kommt Lebensabschnitt Familie gründen, Kinder bekommen, zum ersten Mal Eltern sein. Und in jedem dieser Lebensabschnitte liegt der Fokus auf unterschiedliche Sachen. Und wenn du dich jetzt im Lebensabschnitt Familie mit jungen Kindern befindest, dann liegt der Fokus sicherlich auf Familie und auf den Kindern. Und das ist der erste Time-Management-Tipp. Prioritäten setzen. Prioritäten setzen, lernen. Was ist dir gerade in diesem Season of Life wichtig? Das, was du als wichtig definierst, dort wirst du auch die meiste Zeit verbringen. Dort wirst du auch deinen Fokus haben. In meinem Lebensabschnitt momentan habe ich folgende Prioritäten. Kinder, Haushalt und Selbstfürsorge. Und die Selbstfürsorge ist für mich auch ganz wichtig geworden. Seitdem ich Kinder habe, habe ich das verstanden, wie wichtig das ist und dass es geht eigentlich Hand in Hand mit der Familie. Weil eine Mama, die schlecht gelaunt ist, wird keinem Familienmitglied Freude bringen. Eine Mama, deren Tasse nicht voll ist, kann auch nicht das geben, was sie geben möchte, weil sie einfach nichts zum Geben hat. Deswegen stehe ich etwas früher auf, damit ich diese Sachen machen kann und in Ruhe ganz früh morgens etwas Zeit für mich selbst zu nehmen, in Ruhe duschen zu gehen, in Ruhe Hautpflegerituale zu machen, die mir Freude bringen. Ich habe momentan so eine Hautpflegerituale mit Anti-Aging-Produkten, weil ich gemerkt habe, dass ich letztens ziemlich müde aussehe. Die Haut hat letztens diese strahlende Wirkung verloren und ich nutze sehr gerne diese Produkte, die ich euch gerne jetzt vorstellen möchte.
Mit meinem Code bekommst du sogar 30% Rabatt auf deine Pflegeprodukte von Beauty Mates. Ich nutze hier das Set, bestehend aus 3 Bestandteilen. Das ist einmal Falten Control Booster, Peptide Lifting Booster und Hyaluron Creme. Diese Sachen kannst du entweder wie Schichten, eine Schicht nach der anderen auftragen, oder wenn du keine Zeit hast, kannst du ein paar Tropfen Faltenkontroll Booster, ein paar Tropfen Peptid Lifting Booster mit Hyaluroncreme mischen und auf die Haut auftragen und etwas warten, bis es eingezogen wird. Und dann wirst du merken, wie strahlend glatt deine Haut wirkt. Und diese Routine mache ich morgens und abends. Abends füge ich noch was hinzu, und zwar nutze ich noch Peeling. Das ist Fruchtsäure-Peeling, AHBH-Peeling, und ich merke, wie Hautbild sich verbessert hat. Das nutze ich nur abends, weil morgens muss man ein bisschen mit der Sonne aufpassen und Sonnenschutz auftragen. Abends ist man eher auf der sicheren Seite, habe ich das Gefühl, und das füge ich hinzu. Und das ist meine Routine, was ich jeden Abend und jeden Morgen mache. Die Produkte von Beauty Mates sind 100% vegan, ohne Tierversuche, Parfüm, Pek- und Parabenfrei. Auf der Webseite kannst du dir ein individuelles Pflegeset erstellen. Nutze den Set-Konfigurator, dabei kannst du dir eine Creme aussuchen und den für deine Bedürfnisse passenden Booster. Vergiss nicht, meinen Rabattcode von 30% zu nutzen. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Im ersten Schritt haben wir festgestellt, was sind unsere Prioritäten in diesem Lebensabschnitt. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich das vor Augen zu halten. Du kannst dies und jenes und drittes machen, aber in keinem Bereich wirst du gut sein. Es sei denn, du legst den Fokus auf diesen Bereich und gibst dir einfach die Erlaubnis, alle anderen Bereiche halbwegs gut zu machen, aber der Fokus liegt in diesem Bereich. Manchmal fühle ich mich wie eine Krake, die in jeder Hand etwas hat. Mit dieser Hand muss ich kochen, mit dieser Hand muss ich Haushalt machen, mit dieser Hand muss ich arbeiten, im Büro sein, mit dieser Hand muss ich Beziehung pflegen, hier muss ich mit dem Kind sein, hier muss ich Haushalt machen. Um dieses ganze Chaos zu beseitigen, kam ich zu diesem System, und ich gebe dir jetzt die folgenden Tipps. Als erstes, ganz klar, du schreibst To-Do-Liste, ja? Was musst du machen? Im Hinterkopf behältst du natürlich, was ist meine Priorität in diesem Lebensabschnitt? Ich fand es aber trotzdem überwältigend, wenn ich diese ewig lange Liste mir angeschaut habe und habe gesagt, was soll ich jetzt machen? Und dann fängst du an, irgendwelche kleine Sachen zu machen, die vielleicht gar keine Wichtigkeit haben. Und hier kommt das System, was ich nutze, wo ich erstmal sortiere, was sind die wichtigen Sachen, was sind die zweitrangigen Sachen und was sind die Sachen, die, ja, ich muss erledigen, aber die sind überhaupt nicht wichtig. Ich nutze dieses Buch, dieses Organizer, aber das brauchst du nicht. Du kannst dir irgendeinen Notizblock kaufen. Trotzdem kannst du diese Tipps verwenden. Als erstes schreibe ich mir die To-Do-Liste für die Woche. Und da teile ich die ganzen Aufgaben in 3 Bereichen auf. Die wichtigsten Aufgaben der Woche betreffen meistens meine Karriere, wo ich mich gerade befinde. Das sind die Sachen, die ich tue, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Dann kommen zweitrangige Aufgaben. Hier sind solche Sachen wie zum Beispiel E-Mails schreiben, Telefonate führen, die nicht besonders wichtig sind, Haushaltsaufgaben, meine Haushaltsroutinen, die ich habe. Jeden Tag habe ich bestimmte Aufgaben, die ich erfülle im Haushalt, damit ich am Ende des Tages oder am Ende der Woche nicht überwältigt bin von dem Haushalt. Darüber erzähle ich in diesem Video. Falls du das noch nicht gesehen hast, kannst du gerne nachschauen. Und dritte Kategorie, das sind Zusatzaufgaben. Das sind solche Sachen wie zum Beispiel Geburtstagsgeschenke besorgen, irgendein Treffen organisieren, vielleicht Arzttermine vereinbaren, die auch wichtig sind im Alltagsleben und meistens von der Mama organisiert werden. Und das mache ich meistens am Sonntag. Am Sonntag plane ich meine Woche im Voraus, was ich nächste Woche zu tun habe. Dann an jedem Wochentag habe ich gleiches Prinzip. Ich habe 3 Gruppen von Aufgaben. Erste Gruppe ist die wichtigste Aufgabe, unverzichtbare Aufgabe, und das ist nur eine. Ich setze mir nur eine Aufgabe. Ich habe auch verschiedene Sachen probiert. Ich habe probiert, die besten 3 Aufgaben zu machen.
Ich habe probiert, ganz viele Aufgaben, wie gesagt, eine große To-Do-Liste zu schreiben. Inzwischen konzentriere ich mich nur auf eine Aufgabe und das ist absolut wichtigste Aufgabe des Tages, Highlight des Tages. Und ich muss sagen, meistens komme ich dazu, diese Aufgabe zu erledigen, die ist nur eine. Und am Ende des Tages bin ich immer glücklich, weil ich diese Aufgabe erfüllt habe. Ich habe die wichtigste Aufgabe erledigt. Und überleg mal, wenn du jeden Tag während eines ganzen Jahres die wichtigste Aufgabe an jedem Tag erledigst, in einem Jahr wirst du ganz weit vorauskommen. Früher war das so, ich habe mir 3 geschrieben oder 4 oder 5. Am Ende des Tages habe ich vielleicht 3 erfüllt und 2 nicht erfüllt. Habe ich mich aber trotzdem unzufrieden gefühlt. Ich habe mich unzufrieden gefühlt, ach, diese 2 Aufgaben habe ich noch nicht erfüllt. Ich habe mich nicht auf die Aufgaben konzentriert, die ich erfüllt habe. 3, die erfüllt sind. Das ist aber Psychologie der Menschen. Man konzentriert sich immer auf dem Negativen. Jetzt, wenn ich mir nur eine Aufgabe als die wichtigste Aufgabe hinsetze und die erfülle, fühle ich mich total zufrieden mit mir selbst. Zweite Kategorie, das sind diese zweitrangige Aufgaben, vielleicht E-Mails, aber wenn ich die nicht erfülle, ist nicht so schlimm, das mache ich dann am nächsten Tag. Haushaltsaufgaben, ja, meistens sind es 10 Minuten, 15 Minuten hier und dort. Und dritte Kategorie, wie gesagt, das sind diese Arzttermine vereinbaren, vielleicht irgendwo anrufen und so weiter. Das ist die Struktur, wie ich meine Aufgaben sortiere, bevor ich überhaupt anfange, was zu machen. Ja, ich schreibe mir nicht ewig lange To-Do-Liste, sondern ich sortiere die Aufgaben nach Prioritäten. Und das hat mein Leben wirklich komplett verändert. Die ewig langen To-Do-Listen haben mich nur überfordert immer. Tipp Nummer 3, sehr, sehr wichtig, auch für mich total life-changing, Time-Blocking. Time-Blocking, diese Methode kennst du bestimmt, wo du dir nicht nur schreibst, was du machen musst, sondern du planst, wann du das machst. Wann wirst du diese ganzen Aufgaben aus deiner To-Do-Liste erledigen? Du setzt dich vor deinem Kalender hin. Es kann vielleicht Google-Kalender sein. Manchmal mache ich das elektronisch und sage, in dieser Zeitspanne von 10 bis 12 mache ich A, B, C. Meistens ist es nur A. Ja, ich habe dir gesagt, was. Und das habe ich genauso gemacht, als ich kleine Kinder hatte, die nicht in den Kindergarten gegangen sind. Ich hatte auch genauso Time-Blocking-Modelle. Da hatte mein Tag hatte verschiedene Zeitspannen. Wir hatten Morgenroutine, dann hatten wir mittags bis 12 waren wir draußen meistens. Ja? Das habe ich mir alles als Time-Blocking hingesetzt in meinen Kalender. Dann hatten wir Mittagessen, da gab es Nickerchen von dem Baby. Das war Arbeitszeit für mich, ja, 2 Stunden in dieser Zeit habe ich gearbeitet. Dann gab es wieder Nachmittagsroutine, Abendroutine und so weiter. Egal, ob deine Kinder zu Hause sind oder nicht, ob du arbeiten gehst oder nicht. Der Tag kannst du in diese Blöcke strukturieren. Und das ist ähnlich wie in der Schule. Wir hatten auch Unterricht. Und egal, ob du fertig bist oder nicht, es klingelt ding, 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 dong und dann gehst du zu einem nächsten Unterricht. In einer Stunde klingt es wieder ding, 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 dong und dann gehst du zu einem dritten Unterricht. Und so hast du vielleicht 6 Unterricht an einem Tag geschafft und man hat das Gefühl, man war sehr produktiv. Ja? Man hat ganz viel gelernt, man hat überall was gemacht, als wenn man sagt, okay, heute werde ich vielleicht dieses YouTube-Video filmen. Und den ganzen Tag, wenn ich mir keine Zeitrahmen setze, filme ich dieses YouTube-Video. Die Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus, wie die Zeit zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht. Das ist das Parkinsonische Gesetz und das stimmt 100%. Wenn du sagst, ach, heute muss ich dies und jenes machen, zum Beispiel putzen, früher, ne, habe ich sonst mir gesagt, ich muss heute putzen, das ist Samstag, habe ich auch den ganzen Tag geputzt. Jetzt sage ich mir, ich habe diese Stunde von 10 bis 11 werde ich putzen. Dann putze ich in dieser Stunde und schaffe das in der Stunde. Ich bin schneller, ich bin effektiver, ich lenke mich nicht ab. Vielleicht bin ich nicht so perfekt, aber ich habe es erledigt und dann kann ich weitergehen zu der nächsten Aufgabe. Und oft nutze ich sogar Timer tatsächlich, das habe ich dir auch öfters gezeigt, beim Haushaltsaufgaben, aber auch bei anderen Aufgaben, zu sagen, okay, das ist meine Zeit und wenn ich auch nicht fertig bin, muss ich trotzdem weitergehen. Ansonsten
vertiefe ich mich mit dieser Aufgabe und mache nichts anderes an diesem Tag. Ich habe definiert, in welcher Zeitspanne ich das tun werde. Jetzt definiere ich, wie lange werde ich diese Aufgabe tun. Und hier nutze ich die Pomodoro-Technik. 25 Minuten hat man 5 Minuten Pause. Das heißt, wenn ich 2 Stunden YouTube-Video filmen will, dann habe ich 4 Pomodoro-Blöcke. Ja, ich habe 25 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause, 25 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause. Nun, habe ich jetzt ein falsches Beispiel, weil beim YouTube-Video werde ich jetzt wahrscheinlich keine 5 Minuten Pause wahrnehmen. Aber wenn ich jetzt eine andere Aufgabe mache, ja, wo ich vielleicht Video schneide, zum Beispiel, ja, dann würde ich auf jeden Fall mit Pomodoro-Technik arbeiten. Und nachdem man so 4 solche Pomodoro-Blöcke hat, hat man eine längere Pause von 25 Minuten. Das ist eine tolle Methode. Seitdem ich das nutze, man ist so effektiv. Zum einen, ich schalte mein Handy oder ich stelle mein Handy auf Flugmodus ein. Ich habe keine Ablenkung in der Zeit und ich weiß, mein Timer tickt. Man kann sogar so eine App runterladen, Pomodoro-App, wo es als Hilfestellung, also die 25 Minuten, die laufen los. Und in dieser Zeit machst du so viel, wie du kannst. Ja? Du konzentrierst dich und du kommst viel schneller in diesen Konzentrationsmodus. Du lenkst dich gar nicht ab, weil du weißt, meine Zeit tickt und du wirst staunen, wie viel man in 25 Minuten schaffen kann. Es ist genauso wie mit dem Putzen mit 15-Minuten-Timer. Dann habe ich auch etwas, worauf ich mich freue. 5 Minuten Pause, ich kann kurz aufstehen, ich hole mir ein Glas Wasser, ich kann mich ein bisschen strecken. Und nach 2 Stunden habe ich eine längere Pause, ja, wo ich wirklich mich ein bisschen entspannen kann. Ich kann was weiß ich was machen. Aber wenn man in diesen Blöcken arbeitet, kommt man wirklich sehr effektiv voran und man lenkt sich nicht ab. Und Tipp Nummer 5, für Mamas besonders wichtig, delegieren. Delegieren, das muss ich auch lernen. Das ist auch etwas, womit ich nicht ganz zurechtkomme. Am Anfang, als ich mein zweites Kind bekommen habe, habe ich meinen Haushalt delegiert. Ich habe eine Reinigungskraft geholt, die uns geholfen hat im Haushalt. Und das war wirklich gut und das hat uns gut getan und das war wichtig in dieser Zeit. Man kann so viele Sachen delegieren. Vielleicht kannst du mit deinem Partner dich hinsetzen und überlegen, wie könnt ihr die Sachen im Haushalt aufteilen. Zum Beispiel bei uns geht mein Partner immer einkaufen, das mache ich nicht. Dafür schreibe ich die Einkaufsliste und plane, was wir essen. Und manchmal koche ich, manchmal er. Wenn ich zum Beispiel ausrechne, eine Stunde meiner Zeit kostet mir, keine Ahnung, zum Beispiel 25 Euro oder 30 Euro, lohnt es sich, diese Aufgabe zu machen, wenn ich jemanden anderen finden kann, der mir vielleicht für 15 Euro die gleiche Aufgabe genauso gut oder fast so gut erledigen kann. Diese Opportunitätsfrage, ja, lohnt es sich, meine Zeit hier zu investieren, wenn ich vielleicht meine Zeit den anderen wichtigeren Aufgaben widmen kann und in dieser Zeit erledigt die Aufgabe jemand andere. Und delegieren ist sehr, sehr wichtig, nach Hilfe fragen, das ist etwas, was man als Mama ganz besonders lernen soll. Insbesondere, wenn du überfordert bist, wenn du gestresst bist, wenn du nicht mal Zeit für dich selbst finden kannst, dann ist es die höchste Zeit zu überlegen, was genau du delegieren kannst, an wen du das delegieren kannst. Schreib dir eine ganze Liste, welche Aufgaben können dir Leute abnehmen, so dass du entlastet bist, so dass du deinen Frieden finden kannst und nicht dieser gestresste Mama bist, die nicht weiß, wohin sie rennen muss, was sie zu tun hat und einfach überfordert ist. Ich würde mich freuen, dich in den Kommentaren zu sehen, mit dir zu quatschen. Abonniere meinen Kanal, falls du noch kein Abonnent bist. Abonniere mich auch über Instagram, da komme ich immer wieder raus und quatsche mit euch live. Und ich freue mich, dich in einem nächsten Video zu sehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.